nur mir uns in meinem Leben. Noch nie verlassen hab, dann war's ganz sicher. Hopfen und Mäus, noch in meinem Leben. Wo ich war für mich da war, dann war's ganz sicher. Aus Hopfen und Mäus, Hopfen und Mäus, ja. Und zuerst Franz, was geht denn oder Fürstler? Grüß euch. Danke, meine, du kennst mich. Servus, Franz. Du weißt, ich brauch nicht viel zu einem Leben, dass es mir gut geht. Naja, wenn man 10 Liter misst, dann kann es schon mal voll werden. Das ist deine Sprichwörter, ne, wie kreativer. Erst, das kannst du laut sagen. Okay, du liebst das doch. Kim, geh mal in die Bar, Franz. Ich hör, was du gestern auf deinem Schienenabgang getrieben hast. Ja, verzöhn. Der Mann hat schon gesagt, der Stress muss selbst gehabt haben. Das glaube ich gern, der soll bei Schorf auf ein wenig aller Drama. Geh, jetzt lass mich doch nicht ausschauen wegen der Ratschen. Überhaupt, jetzt verzeih doch mal, was du gestern noch gemacht hast. Geh, nerven mich nicht. Sepp, sag einmal, wie hat er dich gestern so aufgeregt? Was vielleicht sogar noch schlimmer als das eine Mal letzten Monat? Na, was glaubst? Natürlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Franz das noch einmal toppen kann. Ja, und hättest du nicht ausschauen müssen. Geh, Felix, du weißt ja gar nicht, um was gegangen ist. Mein Gott, na, was muss ich da, damit man endlich mal was sagt, um was? Rund ein Bier wäre da mal ein guter Anfang. Ist recht, Franz, mach mal gern. Wir wollen ja nicht nur mal so ein Drama wie gestern haben, gell? Ja, genau. Das wollen wir ganz sicher nicht. Also, wenn euch der Teil gar so gut gefällt, dann fange ich bei denen an. Ich war gerade am Häusl. Das ist die Feuerwehr, ja, das ist die Feuerwehr. Das Feuerwehr ist leichter, ja, die Zeit ist leichter. Nein! So ein Scheißdreck! Erst Franz, was führst du schon wieder so auf? Ja? Hoffentlich hast du das Klo ganz gelassen, sonst wärst du vom Sepp nochmal ein Furzen krank. Ich darf dir empfehlen, dass du alles ganz lassen lässt. Nur mal so eine Aktion wie neulich und ich schmeiß dich hochkant aus. Ja, geh los mit da angeräumt. Kaum ist mir in euch ein Sichtfeld, wird mir schon wieder angemutzt. Pass ein bisschen auf deinen Ton auf. Ich werd kein Nerv für deine Faxen. Nur dazu, wo die Stube nur halb voll ist. Wer weiß, wie wir uns alle wieder ein bisschen entspannen, ha? Sepp, apropos Geschäft, wie war es mit der Runden Werner für uns? Jawohl, genau. Passt, mach mal. Ich bin kein Freund von Werner, aber wenn wir kein Friedenspfeifen haben, geht der da. Geh, Franz, der wählerische Typ bist du noch nicht, wen? Hauptsache, ich liefere euch eine gratis Unterhaltung. Franz, wir schätzen die alle. Genau, was warten die Stuben ohne deine täglichen Schauanlagen? Hä? Jedenfalls nicht so ein offenes Theater wie jetzt. Das ist sicher. Geh, wenn du dann Franz nicht mehr da haben willst, musst du bloß aufhören, ihm da jeden Tag herzukutschieren. Wir wissen, wenn es euch mit anderen für euch eine Schmäh sucht. Oder es lasst euch was Neues einfallen. Vielleicht ist es wirklich
über das gleiche Theater. Kim, wir sind alle entspannt. Also bitte, alle an Prost auf den Franz, dass er uns ja noch lange erhalten bleibt. Prost. Schau, geht doch gut runter, der Werner. Wenn's du meinst. Aber ich brauche nur eine halbe zur Nachjagen. Bist du gut, nimmst du mir auch noch eine mit? Natürlich. Damit du nur ein wenig Witzinger bist. Hier, Sepp. Zwei halbe noch, bitteschön. Wie viel Mutti gingen auf deine Rechnung? Natürlich, schreib's auf. Du weißt das eh, dass dein Schuldenzettel schon einen Zauber nicht liegen hat. Geh, Sepp, aber die zwei, die machen jetzt auch keinen Unterschied mehr. Für die vielleicht nicht, aber für mich schon. Also, zahlst du jetzt bald einmal was? Oder wird das ein Wunschtraum von mir bleiben? Willst du jetzt also ein Drama wegen einem Bier machen? Du sagst mir sowieso an jeden Tag, meinst du, ich würde jetzt echt abbrennen? Das weiß ich wohl gut genug, dass ich dich jeden Tag sehe. Okay. Aber, dass du mir einmal was zahlst, das weiß ich nicht. Also, was ist? Zahlst du was von deinem Wisch? Geh, du kennst mich doch. Ich habe nicht überall Geld dabei. Ja, du willst mir doch nicht erzählen, dass du heute schon wieder keinen Cent dabei hast. Okay, wie wenn das so tragisch war. Ich zahle morgen. Wie war das? Ach so, morgen. Wieso hab ich die vage Erinnerung, dass ich das vorige Woche schon einmal gehört hab? Jo, ich habe dir das am letzten Samstag schon einmal versprochen, aber ich mein's ernst. Ich zahle dir morgen. Ja. Ich hätte es schon lange getan, wenn ich gewusst hätte, dass dich das so aufregt. Ach so. Aber was willst du jetzt von mir? Ich habe kein Geld mit, sonst würde ich es ja eh zahlen. Du hast nicht gewusst, dass mich das so aufregt. Gut. Ich werde dir sagen, was ich will von dir. Ich will, dass du sofort mein Wirtshaus verlässt. Okay, lass gut sein mit deinem Theater, Sepp. Sag einmal, was ist denn bei euch zwei Turteltauben los, ha? Streikt der Zapfhahn schon wieder? Mani, du kannst auch gleich auffahren. Ich packe ihm schon nicht. Da brauche ich dich nicht auch noch dazu. Geht also, Franz, ich hab dir doch gerade gesagt, dass du verschwinden sollst. Warum stehst du noch da? Du, das ist doch schon lange nicht mehr lustig. Jetzt lass gut sein. Wenn du dich gleich verschwindst aus meiner Stube, dann brumm ich da ein Lokalverbot auf. Bis auf Lebenszeit. Entspann dich, Kim, das meinst du nicht. Reg mich du nicht auch noch auf. Kannst gleich gehen mit ihm. Das kannst du dir nicht ernst meinen, Sepp. Ja, das tue ich aber. Also, schlechte! Na gut. Aber dann ruf mir wenigstens ein Taxi, weil mein Handy ist ein Arsch. Ein Scheiß werde ich tun. Asse! Franz, wartest du draußen vor der Tür, es kann dich sicher wer für uns mitnehmen. Okay, lass mich an, jemand. Du hast mir mein Leben heran nicht leichter gemacht. Wo ist so ein Schlecher? Hauptsache, ich liefere dir eine billige Unterhaltung. Spritze, Hauptsache, mich gestrandt lassen. Ach. Glaub nicht, dass ich noch einmal wiederkomme, der Koffer, du. Hä? Hey, was ist denn jetzt mit dir los? Ach, servus, Luki. Der Sepp hat mich rausgeschmissen. Ja, bravo, wie hast du denn das zusammengebracht? Ja, lange Geschichte. Frag nicht. Hörst, du kannst mir nicht zufällig einen Gefallen tun. Kommt drauf an, was war jetzt denn?
Ich brauche ein Taxi. Warm. Und mein Handy hat einen Geist aufgegeben. Ja, ich denke, du lässt dich was machen. Na, danke. Wenigstens so einer, der heute kein Trottel ist. Ja, kein Problem. Hey, du wohnst eh im Erlacherdorf, oder? Ja, wieso leicht? Ich kann eh einen Dachsler haben. Ja, ich habe da aber keinen Dachsler gerufen, ich habe da einen Uber gerufen. Was? Ja, ein Uber, das ist moderner und ich kann ihm halt auch gleich zahlen. Na gut. Aber, hey. Ich kann dir das aber erst später mal zurückzahlen. Ja, ja, Franz, du wieder nicht runter. Ich kenne eh deinen Moment einen schönen Stand. Aber du bist gleich mal da und ich mache wieder eine, also komm gut heim. Okay. Dankeschön, Lucke. Ja, kein Problem. Du bist für mich da. Super, Leute. Und schon wieder so ein Shared Ride Bullshit. Tu nicht der Wiener. Was sagst du? Schön, dass du so schnell gekommen bist, habe ich gesagt. Hau dich rein. Ganz egal, ich brauch keinen Stress mit der Kiverei. Wir waren die kontrollieren wollten, sitzen die AD nur am Posten und dann Damm dran. Passt, gesagt hab ich's da, gell? Mach was du willst. Die Einstellung gefällt mir. Bist du Werner? Mhm. Was treibt dich in den schönen Teil von Österreich? Wien ist nicht schön. So direkt wollte ich nicht sein, aber ja, dort sind ziemlich viele Deppen unterwegs. Wenn ich nach meiner Kundschaft urteilen müsste, würde ich schon sagen, dass da sehr viele Trottel nochmal rumhupfen. Mag auch sein. Aber die hören sich wenigstens nicht an, wie wenn sie mich nicht sehen, von Hannover hergekommen sind. Sobald was nicht oberösterreichisch klingt, ist schon Hochdeutscher. Sag ich dir was, fahr mal mit einem Wiener Akzent nach Deutschland und unterhalte dich dort mit den Leuten. Bist du um einiges attraktiver wie der Biefke in Wien. Wien, nicht Ried. Hey, wir müssen da jetzt nicht groß diskutieren. Jeder kann reden wie er will. Aber wenn du mich fragst, wie Wiener reden schon, wie wenn sie einen Stuck in den Arsch hätten. Wie du warst schon in Wien? Nur führen sie ja so auf. Wie du warst schon in Wien? Das war jetzt nichts Persönliches. Du hast mich gefragt und ich wollte ehrlich sein. Pfui, du fährst. Ja, gut. Dann hab ich doch noch was weitergebracht heute bei dem Drama. Bist du stolz drauf jetzt? Na, auf dein Drama? Ist immerhin Volkssport. Was saufen? Ja. Alter, hallo! Kruzifix. Was führt der Trottel auf? Das ist eine gute Frage. Wenn der nicht angesoffen ist, dann weiß ich es auch nicht. Den hol ich mir. Oh, die hintere. Du dich anschnallen und greif nicht zu viel an. Ich bring dich heim. Schnall dich an. Geht's dir gut?
Erst. Na komm, Marianne. Sowas Unnötiges zahlt mich nicht. Ist ja gar nicht bewiesen, dass der angeschoffen ist. Außerdem haben wir nicht einmal einen Breathalyzer dabei. Na, schnall dich an. Ist das schlecht? Schnall dich an, gescheit. Es ist mir ziemlich egal, was die zahlt. Es kann sehr wohl sein, dass der angesoffen ist. Vielleicht ist es sogar ein Giftler. Und wenn, dann holen wir ihn uns weiter. Pff, na bitte. Wollt ihr mich verarschen? Bonsche. Grüß Gott. Grüß Sie. Wissen Sie, warum wir Sie angehalten haben? Zu schnell kann er nicht gewesen sein. Nein, aber Sie brauchen zwei Spuren zum geradeausfahren. Seitensteps können Sie vielleicht als Tänzer machen, aber bitte nicht beim Autofahren gehen Sie. Mhm. Ja. Kann ich bitte einen Führerschein und die Zulassung haben? Ja. Dankeschön. Wenn Sie es wären? Wer ist das da hinten drinnen? Mein Fahrgast. Aha. Redst du mal mit dem Passagier, bitte. Lassen Sie hinten einmal das Fenster, aber. Wieso überhaupt Fahrgast? Sind Sie ein Dachsler? Uber. Aha. Da! Na, da schon her. Der Franz. Okay, der Walter. Und die Marianne. Womit haben wir denn die Ehre verdient? Na bravo. Kriegt man jetzt als Oberdrangler auch schon einen Chauffeur vom Bezirk bereitgestellt, oder was? Ein Uber? Ja. Uber. Wir haben es verstanden. Also wieso können Sie jetzt die Spur nicht halten? Fragen Sie mal unseren Captain Morgan da hinten. Na, das wundert mich nicht einmal. Hörst Franz, was ist denn los? Warum fährst du nicht mit dem Sepp heim? Und warum so bald? Ja, frag nicht, das ist eine lange Geschichte. Und ich habe halt keine Nerven mehr dafür. Ja, schön. Hast du es dann bald einmal oder schlagen wir da Wurzeln? Hm? Ja. Ja. Bringen Sie ihn gut heim, unseren Captain Morgan. Was? Mit euch zwei Kieberer auf Streifen ist der Bezirk wirklich in kompetente Hände. Du musst nicht frech sein, gell? Wiederschauen. 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 Gell, bei euch geht's um überhaupt nichts. Lauter Schwindliche. Wir waren's in Wien nicht nur Schwindliche gab. Aber du bist der Oberhäuptling. Okay, jetzt übertreibst du aber Hallo. Schon gescheit. Ich hab gesagt, du bleibst hinten, okay? Ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben keinen guten Start gehabt. Wie warst du eigentlich? Ah! Bist du deppert? Bist du wer, du Sau, Alter? Das hab mit dir auch wehren, du nur eng. Komm, putz dich, Alter! Hey, putz dich! Hey, was soll der Scheiß? Lass den Bäcker! Geh, du Scheiß! Geh, du Scheißen! Fuck! Himmel, war schon zwirn. Weil es Christi, Christ aller Christi auf der Welt bist du für mich. Wo war ich ohne dich? Weil Bier ist doch das Schönste auf der Welt. Weil gab's nur Bier, da ich an der Himmel. Und es muss man damit sagen, und haben wir so mitgetan. Ah, 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 ah.
uns zuhörst. Wann rahmst denn du die scheiß Mülltonnen einmal zusammen? Willst du, dass bei uns in der Nachbarschaft einen Haufen Mais um den Turm rennen, oder was? Da schaut's ja aus wie ein Kosovo. Ja, lass mich da angeklagt, Setzi, du alte Hex. Ja, ich sehe, klar, komm, sauf der Nette nur mehr den ganzen Tag. Führ sie auf wie ein frecher Hund. Du kannst mal gestohlen bleiben, du Koffer. Ja, du Blunzen, du. Willst du mich wohl verwaschen? Bravo, du bist ein richtiger Trottel. Ja, was hätte es denn da, nachdem du mich einfach rausgeschmissen hast? Ja, das hat mich gescheit aufgeregt. Ja, du bist aber wirklich richtig deppert. Und jetzt gib nicht auch noch mir die Schuld. Überhaupt, was ist denn jetzt eigentlich mit deiner Zech? Hast du heute endlich ein Geld dabei? Geh, lenk nicht an. Du hättest mich nicht einfach vor die Tür stimmen müssen. Geh wirklich, Sepp, zu was du den Abend treibst. Goschen, Mani! Also, Franz, was ist? Krieg ich heute noch ein Geld von dir, oder was? Was glaubst du? Dass ich jetzt noch ein Geld frei habe, wenn ich für ein neues Fenster zahlen darf? Na, so weit kommt's noch, du Koffer, du.